Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einem weiteren Auto-Scout-Video in Inazuma Eleven 2 Feuersturm Eissturm. Heute holen wir uns direkt in den ein Video 4 Spieler und ihr seht es ja auch im Thumbnail, um was es sich geht, um Titel auch. Es geht um die, ja, Luken oder Tauchglockenspieler, auf jeden Fall diese komischen Glocken, Tauchglocken auf dem Kopf haben. Es geht hier um Gold, Lung, Savage und Platinum. Wir fangen erst mit Gold und Lung an, denn das sind beide Spieler, die man in Eissturm und in Feuersturm bekommen kann, und zwar über das Bekanntensystem. Beide haben auch den gleichen Weg bis zu einem gewissen Spieler und dann ist halt ein Abzweig. Aber wer die Hot Scouts von Tiger gesehen hat, da bekommt man nämlich Dave Lung direkt. Und wenn man, wer die Hot Scouts bei Skipper müsste es glaube ich gewesen sein, beziehungsweise allerfrühesten bei den vier Juniorenspieler bei Warren Spring, ist nämlich bevor man Warren Spring holen kann, bekommt man ja den Finn Geld aka Gold. Aber hier zeige ich jetzt nochmal, welche Spieler ihr holen müsst. Und ich werde das Ganze wieder in Zeitraffer machen. Wir werden jetzt erstmal bis zur Abgrenzung hingehen. Und von dort aus werden wir erstmal Finn Gold holen. Und dann gehen wir zurück und dann holen wir uns Dave Lung. Und dann kommen die anderen beiden Spieler. Die haben nochmal eine andere Herausforderung. Und beziehungsweise eine Voraussetzung. Ne? Genau. Wir sehen uns dann gleich an den gewissen Spieler. Also wundert euch nicht, wenn wieder alte Zeitraffer sind, aber das ist am einfachsten für mich. Also bis gleich. Thank you.
Thank you.
jetzt haben wir Jesse Spiller geholt und ab hier ist es, wie man hier unwahrscheinlich sieht, kann man einmal nach oben gehen zu Dave Lang oder man geht nach unten zu Vern Spring. Und wie vorhin schon erwähnt, werde ich erstmal Finn Geld aka Gold holen. Dann müssen wir kurz hier runter und ich mache dann mal eben einen Zeitraffer für die letzten Spiele hier und dann sehen wir uns bei den, ja, kurz bevor wir Gold holen. Das mache ich gleich auch mit den anderen beiden hier. Also, nochmal. Let's go. Bruce Barkley in der Tasche.
damit können wir uns jetzt um den Haupttypen angehen. Wie gesagt, wer Skipper gesehen hat und wer Ruin Spring gesehen hat, da kommt man nicht dran vorbei. Das heißt, ihr bekommt so oder so viel Geld, aka Gold. Ja, also, da bleibt nichts anderes übrig. Aber der hat jetzt ein eigenes Video und dann holen wir uns ihn auch. Ich gehört, dass Gold unter dem Orangenbaum in Ehime ist. Ja. Dann holen wir uns ihn noch einmal. So, dann müssen wir natürlich nach Ehime reisen. Zur Innenstadt. Da gibt es hier zwei Wege zum Orangenbaum. Einmal oben rum oder einmal unten rum. Ist eigentlich, finde ich, egal, wo ihr lang geht. Hier, man kann ja auch hier unten jetzt die Treppe nehmen quasi und dann hier runter und dann ist man auch schon da. Vielleicht ist er sogar kürzer als oben rum und dann steht er auch da schon. Oh, du siehst gerade gestresst aus. Kann ich dir irgendwie helfen? Ha, das ist toll. Du wirst beeindruckt sein, versprochen. Und Gold hat sich dir angeschlossen. Ganz easy. Hat sogar noch geile Techniken. Okay, dann holen wir uns noch Dave Lang. Das ist der zweite Kandidat, der auch über das Bekanntensystem holbar ist. So. Dann gehen wir hier zurück. Und aber mal kurz, spielen wir eben ganz kurz nochmal bis mit den zwei Spielern. Achso. Kleiner Schnitt. Also beziehungsweise kurzer Speed. Also, bis gleich. Haben wir es doch geschafft hier, ne? Merlin Hangshaw. Und wie gesagt, wenn wir quasi Dave Lung, wenn ihr Tiger gesehen habt, dann kommt ihr auch nicht an Dave Lung vorbei. Der zweite quasi von diesen Tauchglocken oder Masken oder wie auch immer man das nennt. Aber ich glaube, es ist eine Tauchglocke. Dave Lung, den holen wir mal. Also ich habe nur 4 rausgefunden, 4 von diesen Spielern. Ich weiß nicht, ob es mehr gibt. Bin ich ehrlich, weiß ich nicht. Also falls ich doch noch welche vergessen habe, dann werde ich sie dann auch nachtragen. Er ist ebenfalls auch am Orangenbaum. Okay, wir sind ja gerade in der Himmel. Sehr gut. Falls ihr natürlich auch noch sagt, oh, der Spieler braucht unbedingt auf jeden Fall auch noch einen Autoscout, weil der auch ein sehr starker Spieler ist, den man eventuell in ein Team mitnehmen kann, dann schreibt am besten rein und falls ihr ihn noch schon geholt habt, wie man ihn am besten bekommt. Und hier haben wir Nummer 2. Willst du was von mir? Ich habe noch nie Fußball gespielt, weißt du? Glaubst du, ich kann euch trotzdem helfen? Gut, dann bin ich an Bord. Ich freue mich schon drauf, euch alle kennenzulernen. Ja, die sind alle einfach zu holen, ne? Also wir wollen bisher jetzt keinen Kampf. Also damit haben wir auch den zweiten dieser
Glocken-Dudes. Und das sind die auch die einzigen beiden, die man im bekannten System holen können. Und die anderen beiden sind editionsabhängig. Das heißt, die beiden kriegt ihr in Feuersturm und Eissturm, müsst ihr einfach nur das bekannten System einfach das machen, was ich gerade gemacht habe oder was ihr gesehen habt. Und da wir jetzt aktuell in Feuersturm unterwegs sind, bekommen wir nur hier Agreto Salvage, so heißt er zumindest, und in Eissturm kriegt man nur Tim Platten aka Platinum. Und ich werde jetzt hier nur Bilder einfügen. Und zwar müsst ihr nur eine Voraussetzung machen. Ihr müsst natürlich das Spiel durchgespielt haben, das ist ja eigentlich klar. In The Merry Times müsst ihr gegen Team Cannon oder in den anderen Fall Team gegen Team Evans, Team Blaze, nicht Team. Team Cannon oder Team Blaze. Also ich glaube, hier in Feuersturm ist es ja Team Blaze. Und in Eissturm ist es Team Cannon, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ich werde es auf jeden Fall nochmal als Info packen. Auf jeden Fall müsst ihr, ja, ich glaube, Feuer ist Blaze und Eis ist Cannon. Das, wenn die beiden tauschbar sind, werde ich das auch noch nachträglich einfügen. Das weiß ich noch gerade nicht, weil ich hole sie und dann werde ich erst feststellen, ob sie tauschbar sind. Das werden wir jetzt alles hier alles erfahren. Die sind dann auch einfach zu holen. Wir müssen natürlich diese Mannschaft dann besiegen. Und das Ganze geht dann über, wie bei den Mädels quasi oder wie bei den anderen Spielern, hier über den Anruf bei Hillman. Und zwar anwerben und unter Namen am besten suchen. Und da geben wir jetzt quasi entweder Agento oder Salvatsche. Ich nehme mal Salvatsche. Salvage. So. Wenn ich mich nicht verschrieben habe, dann sollte er kommen. Wie gesagt, dieser Spieler ist tatsächlich nur in Feuersturm erhältlich. Hier. Agento, Salvatsche, Salvatsche. Verteidiger, auch hier einer dieser Glocken auf dem Kopf. Dann holen wir uns ihn doch. Alles klar, dann suche ich mal nach Salvatsche. Ich habe gedacht, dass Salvatsche in der Nähe des Fußpflegezentrums in Ehime ist. Also alle sind wahrscheinlich in Ehime, was natürlich sehr vorteilhaft ist. Und das Fußpflegezentrum ist hier irgendwie in der Nähe des Spezialtrainings. Oh, hier könnte man gerne mehr. Geht mal woanders hin. Und da haben wir ihn auch. Du brauchst nicht so schön zu sein. Du willst mich doch fragen, ob ich noch ein Fußballclub beitrete, oder? Ich werde dein Vertrauen nicht missbrauchen, das verspreche ich dir. Und damit hat sich er auch komplett angeschlossen, wie es aussieht. Ja, wollen die nicht kämpfen, das ist sehr geil. Sehr, sehr geil. Gut, dann werde ich hier einen Schnitt reinsetzen. Ihr werdet hoffentlich davon nichts erfahren, dass ich in Eissturm jetzt unterwegs bin. Also, gehen wir nochmal zum Bus zurück und dann haben wir auch schon die Edition gewechselt. Jo, für mich den Spielwechsel, für euch ein kleiner Schnitt und wir befinden uns jetzt in Eissturm. Das sieht man, dass ich jetzt komplett andere Leute habe. Ich könnte natürlich so tricksen, dass ich natürlich auch alle anderen Spieler gleich habe, aber das möchte ich natürlich nicht, denn wie gesagt, der Platinum Ecke, beziehungsweise Tim Platten bekommt man nur in Eissturm. Und ich denke mal, die sind beide tauschbar. Deswegen wollen wir jetzt hier nicht länger fackeln. Das andere habe ich ja alle schon gezeigt. Zeigen wir jetzt hier noch einmal, dass derjenige nur ein Eissturm ist. Dann geht er nach Namen. Und hier müsst ihr entweder Tim eingeben oder ihr gebt Platten ein. Dann sollte er auch auf jeden Fall kommen. Denn Platinum ist ja natürlich nur sein Spitzname. Der funktioniert dann nicht.
dann. Oder wenn ihr wenige Tims habt, dann könnt ihr auch einfach nur Tim eingeben und das ist einfacher und schneller. So. Meine Suche ist beendet. Wir müssen natürlich hier Team Cannon natürlich in den Marvel Times besiegt haben und dann halt ihn suchen, wie halt auch im Feuersturm bei Agent Savage. Hat die gleiche Voraussetzung. Also, da ändert sich nichts wirklich. Und das ist dann der vierte dieser Tauchglockenspieler. Und er ist ebenfalls auch im Fußpflegezentrum. Und da wir ja auch direkt in die Himmel sind, finden wir ihn direkt auch da um die Ecke. Jawollo. Du hast mein Hilfe, oder? Hab gemacht. Ich will mein Bestes für Rayman geben. Ja, alle kommen instant ins Team hinein. Also sehr einfache Spieler zu holen. Kann man nicht anders sagen. Und ja, wenn es euch geholfen, gefallen hat, wenn ja, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Wenn ihr natürlich noch sagt, oh, die Spieler oder den oder das den Spieler, Spielerin, benötigt auf jeden Fall noch einen How-to-Scout. Dann schreibt es in den Kommentaren. Ansonsten werden wir jetzt uns noch eine Spielereihe noch anschauen und dann werde ich in Inner Summer 11 Go in Inner Summer 11 3 weitermachen. Da habe ich noch was geplant. Ja. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr noch in Teil 2 noch irgendwelche Spieler sehen wollt, dann schreibt es in den Kommentaren. Am besten noch, wie man sie bekommt, weil ich kenne nicht jede Einzelheiten. Ich versuche natürlich meine Quellen abzugucken, wo die sind. Ansonsten werde ich euch so oder so fragen. Also, wäre ganz gut. Ja, ich hoffe, euch hat es geholfen, gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen. Und wenn sie tauschbar sind, habt ihr schon gesehen. Also, bis dann.